Ja, moin. Wir sind vom NOG. Das ist ein Mübman. Das ist Chris. Ich bin Promasu. Und wir wollten mal so ein bisschen. Ja, wir sind ja immer die bösen Menschen oder so, die unfreundlich sind, nie Zeit haben, wenn wir aufbauen. Und haben uns mal überlegt, wir stellen uns mal zur Verfügung, falls ihr irgendwie Fragen habt zu, wie wir arbeiten, was wir so den lieben langen Tag tun, wenn wir da in unserer Ecke hocken und beschäftigt aussehen. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, ja, Q&A-Session, gerne her damit. Und wir schauen dann mal, dass wir die sinnvoll irgendwie beantworten Wir können. sollten dann das Mikrofon haben. Genau. Genau, und damit es so ein bisschen gut losgeht, so ein ganz kleiner Infos von unserer Seite. Wir haben jetzt Hardware von Event Infra bekommen. Das sind knapp 55 Switche. Wir haben von Flex Optics einiges an Optiken bekommen. Das sind, glaube ich, auch so 250 Stück, um so ein ganz, ganz grob das Volumen mal mitzukriegen. Wir haben nette Uplinks bekommen von Sponsoren. Ja, habt ihr Fragen? Möb, du warst doch gerade am Fixen von irgendwelchen Sachen. Was hast du da genau gefixt? Wir hatten zum Beispiel heute das Problem, dass im Backoffice-Bereich für die Projektleitung ein paar Ports einfach nicht funktioniert haben an dem Switch. Und wir haben lange in den Logs gesucht und nichts gefunden. Und am Ende stellte sich raus, dass bei Event Infra in der Doku stand, ja, an dem Switch sind ein paar Ports kaputt. Das hat irgendwie nur keiner mitbekommen. Wir haben den aufgestellt und ja, haben stundenlang gesucht, warum es nicht funktioniert, was wir falsch konfiguriert haben. Und am Ende des Tages war dann tatsächlich einfach nur die Hardware defekt. Auch sowas kommt mal vor. Oder andere schöne Sachen, dass man sich so einen 8-Kilo-Switch schnappt, einen Techniker ordert vom ZKM, alles rüberschleppt, dann den Switch hochstellt, aufs Rack alles anschließt und wartet und 5 Minuten wartet und 10 Minuten wartet, immer noch alles auf Rot ist, dann frustriert zurückgeht und sagt, hey, der Switch ist kaputt, bis dann jemand kommt, er sieht die Konsole reinsteckt und sagt, der macht gerade einen Dateisystemcheck, der braucht ein bisschen länger. Naja, wenn wir schon beim Thema Switches sind, die etwas länger brauchen zum Booten, was sind denn so Bootzeiten von Switches? Also, es gibt ältere Modelle, die sind teilweise recht schnell, weil die ein sehr kleines, schlankes Betriebssystem haben. Es gibt andere, die booten erst ein Linux, das dann eine VM startet und deren FreeBSD drin ist, das dann irgendwelche Magic tut, zusammen mit der Secret Sauce vom Hersteller. Die brauchen dann auch schon mal 15 Minuten. Ja, ich habe auch in der Arbeit Kisten, die mal 20 Minuten gerne brauchen. Das ist sehr verschieden. Vielleicht kannst du ein kleines bisschen auf das Design der Switche eingehen. Also die größeren Data Center Switches von Arista, die wir jetzt größtenteils im Einsatz haben, die haben tatsächlich, wenn man die aufmacht, so eine hübsche kleine Platine. Da ist dann irgend so ein x86er drauf. Wenn man Pech hat, leider ein Atom mit Room Lay-Bug. Das heißt, es kann sein, dass der Switch beim Power Recycle einfach hochkommt. Es kann sein, dass er einfach mal stirbt. Deswegen Room Lay Bug, Finger von. Und hinten dran hat man einen relativ großen, meistens von Broadcom, mit einem fetten Kühlkörper drauf, so einen Chip, einen ASIC, der dann erst als zweites hochgefahren wird. Und deswegen brauchen die Dinger halt so relativ lange. Erst, dass die Control Plane hochkommt, später dann die Forwarding Plane, bis dann der Switch überhaupt bereit ist, Pakete durch die Gegend zu schieben. Okay, die Frage damit beantwortet, hoffe ich. Hi, habt ihr ein Übersichtsbild, wie ihr das Netzwerk aufgebaut habt, wie es so verteilt wird hier? Also prinzipiell die Arbeit, die wir machen, die fängt ja schon viele, viele Wochen vor dem Event überhaupt ja schon an mit einmal Vorbereitung von unseren Infrastrukturdiensten, DHCP, DNS, Radios und so weiter und so fort. Wir haben auch das WLAN zum Beispiel soweit schon fertig eingerichtet gehabt, dass rein theoretisch man einfach nur hätte die Access Points anschließen können und dann hätte alles funktioniert.
um eben uns den Aufbau auf dem Event selber zu vereinfachen und eben Fehlerquellen auszuschließen, wenn man Sachen schon getestet hat. Und da gehört dann eben auch dazu, dass sobald dann die Aufbaupläne stehen, also das ist ein anderes Team, was sich darum gekümmert hat, wie die Tische zum Beispiel aufgestellt werden, sobald diese Pläne vorhanden sind, können wir dann hingehen und planen, wo welches Gerät dann landet. Und anhand dieses Plans wird dann eben auch entsprechend die ganze Verkabelung gezogen beim Aufbau und die Switches eben auch auf die Tische gestellt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist das dann nur quasi ein Abarbeiten vom Plan und Abhaken, wo man jetzt was hingestellt hat. Ich würde noch kurz ergänzen, ja, wir haben Pläne mit verschiedenen Abstraktionsstufen. Die Frage ist, haben wir irgendwie, machen wir Slides für den Infrastructure Review überhaupt, wo wir die nochmal reinschmeißen am Ende oder so? Chris nickt, also wir schmeißen im Infrastructure Review später, kurz vorm Closing wahrscheinlich typischerweise, die Slides mit so ein paar Übersichtsplänen auch noch mit drauf. Dann war da noch eine Frage. Ihr habt eben gesagt, ihr kriegt hier Uplink gesponsert. Könnt ihr da irgendwie Zahlen nennen, in welchem Umfang das Ganze ist? Und wie muss man sich das Ganze so physisch vorstellen? Kriegt ihr da irgendwo Dark Fibers im Gebäude angelegt oder wo kommt das Internet her? Dann stelle ich mich doch gleich mal wieder hier vorne hin. Bei dem einen Sponsor ist es ein bisschen einfacher. Das ist das Bellevue. Die versorgen die Hochschulen in Baden-Württemberg mit Internet. Die haben hier sowieso Glasfaser liegen. Für die ist das recht einfach. Die nehmen das Glas, was sie haben, und packen noch eine Wellenlänge mit dazu. Oder teilweise konfigurieren sie halt irgendwelche Geräte, die eh schon da sind, um, dass sie uns auch noch was rausfallen lassen. Was tatsächlich ein bisschen schwieriger war, ist der Uplink von IONOS, ehemals 1&1. Da mussten wir ein bisschen mit den Stadtwerken quatschen. Die sind zwar nur in der Straße nebenan, aber es war trotzdem ein bisschen tricky, da den richtigen Patch zu kriegen. Da geht eine Dark Fiber rüber, die paar Meter mit ein paar Patches einmal über die Straße. Und du hast auch nach Zahlen gefragt. Also wir sind mit 2x100 Gigabit angebunden. Die Veranstaltung, genau. So Aufteilung auf die beiden Uplinks erfolgt via BGP. So wie man es normalerweise auch macht, wenn man mehrere Uplinks hat. Falls es jemanden interessiert, unter lg.gpn-noc.de ist ein Looking Glass. Da kann man, wenn man irgendwie eine IP-Adresse einträgt, sich anschauen, wo, über welchen der beiden Anbieter eben der Traffic dann rausgeht. Das AS 553 ist das Bellevue und das, ich hab's nicht im Kopf, das andere ist IONOS. Ja, 8560. Ja, genau. Gut. Sonst noch Fragen? Willst du? Hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren irgendwas am Aufbau vom WLAN geändert? Ich habe das Gefühl zumindest, dass dieses Jahr ein bisschen stabiler ist als vorher, dass sich in den Laufe der Jahre immer mehr verbessert hat? Prinzipiell im Aufbau hat sich meines, ich weiß es nicht, ich bin das erste Mal jetzt dieses Jahr im NOC mit dabei und die Person, die das WLAN sonst immer gemacht hat, ist gerade im Urlaub bzw. im Trainingslager. Ich glaube, geändert hat sich eigentlich nichts, außer dass halt im Vorhinein alles an Configs und so schon fertig war und wir nicht, ich glaube, die letzten Jahre wurde auf der Veranstaltung zum Teil noch irgendwie Stuff umkonfiguriert, ne? Und wir waren im Vorhinein schon komplett fertig. Ich habe da irgendwo, glaube ich, mal auf Twitter ein Bild gepostet von einem Schrank bei mir im Zimmer, wo halt Access Points und Controller und Krams drin gelegen haben. Und genau. Was sich aber ändern wird, sobald wir die Access Points aufgehängt haben, wir haben zum ersten Mal 6 GHz, also Wi-Fi 6E, haben wir 2 Access Points, die wir noch aufhängen werden in Flächen, wo viele Leute sind. Falls jemand ein Endgerät hat, was dementsprechend in der Lage dazu ist, 6 GHz, das 6 GHz Frequenzband zu nutzen, dann funktioniert das auch. Das WLAN ist im Prinzip das, was wir auch, also von hardware-mäßig so grob dieselbe Ecke wie die letzten Jahre auch. Das sind Controller und Access Points von Aruba. Die haben wir uns von Event Infra ausgeliehen.
Und die Config ist, glaube ich, auch gar nicht mal so viel anders, weil ja auch letzten Endes so ein bisschen dieselben Leute das gemacht haben. Von daher ist es schön zu hören, dass das diesmal schon früher gut funktioniert und toll ist. Und wie Adrian schon meinte, wer ein Gerät hat, was Wi-Fi 6E auf 6 GHz kann, der darf sich auch gerne melden, wie gut das funktioniert hat oder nicht funktioniert. Wir sind auch jetzt ein bisschen weniger im Stress als die letzten Tage, kann man auch mal noch kurz einschieben. Vielleicht so die kleine Bitte um Verständnis, wenn wir da so am Tag 1 am Vormittag, während irgendwie das VOG noch fragt, wir brauchen noch dringend irgendwie in diesem Vortragssaal einen Port, den ihr da irgendwie vergessen habt oder sonst irgendwas, und irgendwer gerade schaut, wo wir den Techniker organisieren, dass wir reinkommen, und dann irgendwer fragt, ob die Kolo schon offen ist, dann sorry, dass wir gerade nicht so viel Zeit haben, die Frage zum 5. Mal zu beantworten, während wir gerade noch versuchen, dass die Basisinfo für die Veranstaltung da ist. Das ist halt auch so ein Punkt. Du kannst alles so gut vorbereiten, wie es funktioniert. Und das war auch irgendwie der Anspruch, den wir halt an uns selbst gestellt haben, dass wir vor Tag 0, also vorm Aufbau, wissen, dass alles funktioniert, was wir machen. Und dann kommt eine Netzwerkkarte in dem Server, die kompletten Schwachsinn macht dazu. Das VM-Cluster stirbt uns weg und sorgt dann dafür, dass wir nicht mehr an die VMs rankommen. Also die sind noch gelaufen, wir sind aber nicht mehr rangekommen, konnten deswegen irgendwie Stuff nicht debuggen und so weiter und so fort. Und das war dann ein bisschen stressig, dann gestern irgendwie einen halben Tag lang noch dieses VM-Cluster gefixt zu bekommen und so. Und es passieren immer irgendwie unvorhergesehene Dinge, egal wie gut du im Vorhinein planst. Und irgendjemand vergisst, wir sind auch eh alle nur menschlich, die anderen OCs vergessen irgendwas. Auch wenn vorhinein gebeten wird, ja, Leute, schickt uns bitte, was ihr braucht, schickt uns, was ihr irgendwie haben wollt. Das wird auch im Vorhinein entsprechend gut vorbereitet, aber irgendwas wird immer vergessen, irgendwas fällt während der Veranstaltung auf, und dann sind wir halt auch am Rotieren, irgendwie zu schauen, dass wir das entsprechend priorisiert abgearbeitet bekommen. Ja, haben wir noch Fragen? Kannst du erstmal nach hinten? Wo war da hinten noch? Könnt ihr das mal durchgehen? Hallo, also erstmal einhakend an das Thema, was gerade war, zu den Access Points, würde mich interessieren, wie viele habt ihr denn aufgestellt? Und ganz generell, es war vorhin von Plänen die Rede, mich würde hauptsächlich ein Topologieplan interessieren, also samt Uplinks, und mich würde auch noch interessieren, es wurde kurz angesprochen, was für Dienste so am Laufen sind, natürlich braucht man den SDACP, könnt ihr da vielleicht die Aufzählung noch ein bisschen vervollständigen? Access Points haben wir aktuell, ich meine 44 oder 45 Access Points deployed, wobei dann auch so später, wenn man irgendwie abends, keine Ahnung, abends noch irgendwie ein bisschen Zeit übrig hat, nachdem man hier schon rausgeschmissen worden ist, geht man halt hin und deployt im Apartment von irgendwelchen Teammitgliedern noch, einfach weil es geht, einen Access Point, damit die auch von ihrem Apartment aus in unser Management-Netz reinkommen zum Beispiel. Genau, das ist also prinzipiell, wir sind so 40 bis 50 Access Points, und wir gehen auch tatsächlich während der Veranstaltung noch hin und deployen. Wir haben zum Beispiel im Außenbereich 2 Stück gehabt, uns ist aufgefallen, reicht nicht, dann sind halt heute Vormittag ist auch jemand hin und hat dann noch einen Access Point zusätzlich deployed, eben damit die Abdeckung halt besser wird. Da reagieren wir halt auch drauf, wenn wir merken, dass irgendwo die Verbindung schlecht ist und so. Zu den Diensten, genau, DNS, DHCP. Wir haben, genau, das Looking Glass haben wir. Wir haben für uns natürlich Monitoring von den Systemen. Wir haben unsere Radioserver. Wir machen ja zum einen das, wir haben ja einmal das GPN20 Unsecure, wo man ohne Passwort-Authentifizierung reinkommt. Wir haben das normale GPN20 WLAN, wo man prinzipiell mit jedem Benutzerdaten reinkommt. Mit der Besonderheit, dass wir eben WLAN to VLAN machen. Das heißt, abhängig von den Credentials, die OCs kriegen Zugangsdaten von uns, spezielle, womit die in ihre Netze reinkommen. Das wird darüber noch gemacht. Und sonst, wir haben noch eine NAT-VM für, also NAT- und Firewall-VM für diverse OCs, die entsprechend ihr eigenes Netz haben wollen, auch ins Internet wollen, aber eben eine Firewall davor haben wollen, dass man von außen nämlich reinkommt. Und ich habe
gestern Abend mal testweise Software deployed, über die ich nachher noch einen Vortrag halten werde. Einfach das quasi eine Art Visualisierungssoftware bei uns für den Stand von den Switches, was da an Config, wo auf welchen Ports drauf ist, beziehungsweise dass man Live-Status bekommen kann, bin ich gerade noch bei. Was wir dann noch extern benutzen, Passwortmanager, das ist dann halt Entropia-Infrastruktur, Passwortmanager, eine Netbox zur Dokumentation, Ticketsystem, klar, für die komplette Veranstaltung, was verwendet wird, und ich glaube, das war es dann quasi. Ja, genau. Danke sehr. Sonst noch Fragen irgendwo? Da vorne nochmal. Das muss einmal noch auf den Orangen. Du hast vorher gesagt, 1&1 hat auch Glasfaser gesponsert bei Call. Und die Stadtwerke spielen noch rein, weil ihr müsstet da hinpatchen. Hast du da so ein bisschen Informationen, wie spielen die Stadtwerke da mit? Und generell, also wie kommst du von hier zu 1&1? Weißt du das noch oder das war nicht so hype? Ich weiß nicht, wie viel da laut war. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon ein paar Jahre länger, dass da mal was her, dass da was passiert ist. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass die 1&1 da das sponsert. Also ich weiß nur, dass halt Menschen da tatsächlich mit den Stadtwerken geredet haben. So wahnsinnig weit ist die Strecke ja auch nicht. Die 1&1 kommt hier eh schon irgendwo im Keller an, aus irgendwelchen Gründen. Und das war halt dann einfach so ein, naja, man musste halt irgendwie mal die richtigen Leute fragen, und wir haben da so eine Veranstaltung und die kostet keinen Eintritt und die ist toll und wollt ihr nicht mal und könnt ihr nicht mal, und naja, wenn man da halt lang genug Leute fragt und lieb bittet, dann funktioniert sowas schon mal. Also ich meine, wir haben ja auch beim CCC für diverse andere Events eigentlich auch immer irgendwie Möglichkeiten gefunden, dass irgendwelche Firmen, denen Glasstrecken da entlang gehören, wo vielleicht irgendjemand arbeitet oder jemand aus dem Club jemanden kennt, dass man da ein Sponsoring bekommt in irgendeiner Form. Aber jetzt genaue Details, wo das hier irgendwo im Keller ist und wessen Rack das genau ist und wem jetzt genau welche einzelne Faser gehört, habe ich auch nicht mehr. Wie gesagt, das wurde 2015, 16 irgendwie mal gebaut. Und ja, da ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel Doku mehr bei uns da. Wir wissen einfach nur, dass es funktioniert und da ist und schön ist. Ich wüsste auch nicht, ob wir es jetzt nochmal bekommen würden, weil jetzt halt inzwischen die Leute, die wir damals gefragt haben, auch jetzt teilweise nicht mehr da sind und es auch schon schwierig ist, jetzt überhaupt von der 1&1 was zu bekommen, weil unser alter Kontakt da jetzt eben auch nicht mehr da ist. Der hat halt auch nur seinen Nachfolger lieb gefragt, ob er denn das machen könnte, und haben sie gesagt, geht klar, können sie machen, aber wie das halt so ist mit Sponsoring ist halt so gut will, wenn jemand da ist, der mag, dann tun die das für einen, und da muss man sich halt auch darauf einstellen, dass das halt vielleicht auch irgendwann in irgendeinem Jahr vielleicht mal nicht mehr geht. Ja. Zur Infrastruktur ist mir auf ein Detail eingefallen. Das ZKM ist ja wesentlich älter als der Filmpalast. Und als der Filmpalast aufgebaut wurde zwischen beiden Häusern Glasfasern verlegt, sodass man Veranstaltungen im ZKM auch direkt in den Kinosälen quasi begleiten kann. Ob das jetzt die Strecken sind, die wir nutzen, muss ich gestehen, weiß ich selber auch nicht. Solange das Licht rauskommt. Sonst noch irgendwo da drüben? Ja, ich wollte mal noch fragen, kann man euch eigentlich irgendwie bei eurer Arbeit unterstützen? Irgendwie auf Abbau oder ja, habt ihr sonst irgendwie Bedarf an Manpower vielleicht? Ist gerade noch unklar, ganz ehrlich gesagt. Wir hatten 4 Aufbauengel, die haben uns echt gut geholfen. Wir hoffen, dass wir sie auch wieder für den Abbau akquirieren können, weil die halt genau wissen, was wo verlegt wurde. Ich überlege gerade, wir haben jetzt noch gar keinen Plan. Wenn du Interesse hast, schau doch einfach mal nach dem Closing-Vortrag, also nach Infrastructure Review, bei uns am Tisch vorbei. Alles klar, super. Danke dir. Gibt es denn weitere Fragen? Oh, sorry. Du hast vorher erwähnt, für draußen gibt es 3 Wi-Fi Access Points. Kannst du ein bisschen sagen, sind die eher
ja, so im ersten Stock platziert oder habt ihr die nach ganz oben gehängt? Oder, also ich nehme an, die sind in diesem Haus und gehen einfach nach draußen und kommen nicht von hinten. Kannst du so ein bisschen erklären, wie du mit den drei Access Points draußen die Abdeckung machst und wie hoch diese etwa sind? Und ob das spezielle Antennen sind oder einfach das, was halt im Access Point drin ist? Die Access Points, die stehen tatsächlich draußen. Also wir haben Kabel nach draußen gelegt und die stehen draußen, da sind Masten aufgebaut. Die hängen an einem Mast so 2 Meter Höhe ungefähr. Das sind spezielle Outdoor-Access-Points mit entsprechend mit tatsächlich außenliegenden Antennen. Die kann man auch sehen, die sind, wenn man rausgeht, quasi hinter der Gulasch-Wiese zwischen Wok und Küchenzelt. Dahinter ist ja dieser Sitzbereich und dahinter stehen diese Masten. Und die Access-Points kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Und genau, das sind halt spezielle Antennen oder Access Points für draußen und entsprechend Antennen, dass wir da eine entsprechende Reichweite haben. Und die hängen auch entsprechend über den Köpfen der Leute, weil das größte Problem bei WLAN sind Menschen. Weil Menschen einfach aufgrund des hohen Wasseranteils eine sehr, sehr hohe Dämpfung haben und das Signal natürlich verschlechtert wird, je mehr Menschen irgendwie zwischen Access Point und dem Benutzer sind. Deswegen hängen die halt höher, dass die möglichst von oben nach unten strahlen und dann auch möglichst wenig Mensch irgendwie mittendrin sind. Danke für die Vorlage. Das heißt mir auch gleichzeitig, wir haben im Hackcenter eine Besonderheit. Wir haben nicht Menschen, und das ist gut so, weil die Access Points liegen auf den Tischen und die Menschen dämpfen deswegen die Access Points runter. Das heißt, wir können pro Fläche mehrere Access Points deployen und haben deswegen eine bessere Airtime. So, in der dritten Reihe war, glaube ich, noch eine weitere Frage. Ich wollte mal fragen, ob es draußen auch die Möglichkeit von einem Switch gibt. Naja, da muss halt irgendwie wetterbeständig sein. Also Glasfaser vielleicht quer rüber an einem Seil irgendwie. Also wir haben Glasfaser draußen liegen für die OCs, das ist klar. Die Frage ist halt, was willst du draußen mit dem eigenen Switch machen? Also wo kriegst du Strom her? Und Strom ist, denke ich mal, dort vorhanden auf den Tischen, oder? Nein. Ich. Das habe ich schon eruiert. Wäre draußen kein Strom. Wäre ja auch sinnlos. Und gibt das für die Co-Location schon einen Zeitpunkt, wann die Switche fertig sind? Ich weiß es gerade nicht. Weißt du was? Ich würde sagen, wir schauen nachher mal. Ein Teil davon haben wir gestern noch hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit den Leuten reden, die sich primär um die Kolo kümmern. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, kommt mal so eine halbe Stunde nach dem Ende von dem Talk hier am NOC vorbei und dann wissen wir mehr. Ich meine, da sind noch die Drittanbieter Jibbix noch nicht aktiviert irgendwie auf dem Cisco-Switch. Der hat das DAC-Kabel gestern Abend, als ich gegangen bin, immer noch nicht gefressen. Ich glaube, irgendein Client-Facing-Port ging schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der Stand war. Ich weiß, was der Stand war. Ich wollte Hardware von daheim mitbringen. Natürlich nicht. Also SFP Plus müsste gehen, Kupfer wahrscheinlich nicht. Also ich habe den bei dem einen Server auf SFP Plus auf Cisco eingestellt und dann war da noch keine Verbindung. Ja, das sollte man hinkriegen. Okay. Die zweite Frage war, welcher Vortrag wird da später gehalten über Software irgendwie? Das war deine Software. Das ist mein Part. Dann mache ich, genau, das ist mein Part. Der ist um 19.30 Uhr im Vortragssaal drüben. Heißt How to ISP Netzwerkautomatisierung im Wohnheim, wo wir eben im Hardico oder Hardico größte selbstverwaltete Studentenwohnheim in Deutschland mit 1102 Leuten, die da wohnen, das HardiNet, also das Netzwerkteam, da sich darum kümmert, dass eben alle Benutzer Internet haben. Und wir haben da im Anfang des Jahres eine neue Software ausgerollt, die wir halt selbst entwickelt haben für eben die Automatisierung von unserer Switch-Infrastruktur, dass eben vertragsabhängig und so weiter und so fort die Benutzer ihre Netzwerke bekommen oder halt nicht. Und genau. Okay. Jetzt muss ich gerade mal noch nach den Routern draußen fragen.
Wenn ihr da Glasfaser draufkriegt, haben die dann direkt SFP-Ports oder habt ihr da noch was dazwischen hängen? Wir haben zum Beispiel in einem Zelt einen kleinen Switch stehen, der das dann von Glas entsprechend weiterverteilt, der auch das PoE macht. Das heißt, da muss dann auch nicht noch ein Injektor irgendwo in der Gegend hängen. Das heißt, in dem Fall ist wirklich nur der Access Point draußen ist outdoor-fähig, der Switch ist dann irgendwo versteckt, wo er quasi im Trockenen ist. Danke. Vielleicht eine Frage zu dem, was alles auf eurem Infrastruktur läuft. Und zwar gibt es ja eine ganze Menge an Servern, Services, Events und so, zu Workshops, zu diesen Spielen und Schlangenprogrammieren nach den anderen Spielen hier, die laufen. Gibt es da irgendein zentrales Verzeichnis, wo man, oder Service Discovery, wo man sehen kann, was es alles zu entdecken gibt? Oder muss man das komplette Netzwerk scannen, um zu entdecken, was es alles gibt? Also wir haben 200 Gigabit Uplink. Du kannst das ganze Internet scannen von hier aus. Nein, Chaos hat kein zentrales Verzeichnis. Also was es halt früher auf so Events öfter gab, ist, dass man natürlich seine Dienste, die man hier anbietet, im Wiki einträgt. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen, dann finden es vielleicht mehr Leute. Oder ihr könnt auch im Wiki suchen, ob jemand was eingetragen hat. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das schon jemand gemacht hat. Ist in diesem großen Gebäude hier eine Fiber-Infrastruktur vorhanden, um die unterschiedlichen Bereiche zu verbinden? Und wenn ja, verwendet ihr die oder werft ihr eure Kabel selber durch die Gegend? Ja und teilweise. Also ja, wir haben hier eine Infrastruktur jeweils in der HFG und im ZKM. Die sind an sich autark. Wir haben insgesamt 12 Cores, wirklich nur 12 Cores, die beiden Bereiche verbinden. Davon sind leider 4 nur Single Mode und die restlichen 8 sind Multimode. Plus schöne Stecker wie ST und SC und so ein Scheiß. Es ist alles etwas alt, aber wir können es nutzen und wir sind echt froh drüber. Und ja, das, was halt nicht liegt, das zählen wir selber. Aber das ist jetzt Stand dieser GPN tatsächlich nur der Außenbereich. Was du jetzt mal ignoriert hast, ist das Hackcenter. Also das ganze Glas, was vom ersten Stock runterhängt, quasi gegenüber von der Colo oder auch auf der anderen Lichtbrücke. Das haben hier auch alles fleißige Trolle hingebaut, denen wir auch nochmal Danke dafür sagen sollten, dass die das Glas so gut verlegt haben. Das sind ja doch irgendwie, ich weiß nicht, 30 plus Strecken, die da liegen so ungefähr. Ah, 30 Meter. Und jeweils so 30 bis 50 Meter von oben eben runter, irgendwie schön sauber lang und halt möglichst so, dass dann auch niemand drüber fallen kann, dass es genau an einem Tisch runterkommt, wo jemand braucht und nicht nochmal mit dem Boden gehen muss oder so. Das war schon auch sehr viel Arbeit. Wenn ihr so viel Glas hier überall liegen habt, und ich habe gesehen, meistens Patch, also jetzt nicht wirklich robust. Hat es bisher alles überstanden oder gab es schon irgendwo, wo Glas zu Bruch ging? Ich weiß noch kein Glas, das wir hier kaputt gemacht haben. Das, was diese blauen Patchkabel sind, tatsächlich eine Armored Fiber. Sprich, da ist Kevlar und so eine Stainless Steel Tube, also so eine Art dünnes Edelstahl, wie man das auch von so einem Duschschlauch zum Beispiel kennt, so schön aufgewickelt und dann nochmal Plastik rum. Die Dinger haben wir auch auf Camps eingesetzt, da sind auch irgendwie schon ungeplanterweise teilweise Autos drüber gefahren. Die sind nicht so schlimm wie die typischen ganz dünnen gelben und orangen, die man so kennt aus dem Datacenter, sondern die halten schon ein bisschen mehr aus. Also jetzt direkt knicken ist doof, aber drauftreten oder so oder auch mal drüber fahren, wenn sich das Gewicht verteilt und nicht spitz irgendwo reindrückt, das geht eigentlich schon klar. Okay, cool. Das Interessante sind auch eher die Verbinder. Wenn so eine Fiber kaputt geht, eine Armored Fiber, dann an den Steckern.
Wo habt ihr eigentlich euer Wi-Fi 6E nochmal? Erste Frage. Und zweite Frage, könnt ihr vielleicht in der Closing Session, habt ihr da einen Counter, wie viele Geräte ihr da gesehen habt auf dem 6E? Wir haben die 6E Access Points haben wir noch nicht deployed, nein. Das wollten wir uns noch überlegen, wo das am sinnvollsten ist, dass wir die hinhängen. Und tatsächlich, wir führen keine Statistiken oder wir führen keine sinnvollen Statistiken darüber, wie viele Geräte wo in welchem Netz sind und so weiter und so fort. Haben wir nicht. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwas gebaut bis zur Closing Session, vielleicht nicht, keine Ahnung. Wird sich zeigen, denke ich mal. Wollt ihr die dann nur hinhängen oder kann der Controller dann auch sehen, wenn ein Gerät 6E-fähig ist und die dann bevorzugt dahin schicken? Weil ich habe da noch nicht so viel Erfahrung. Ich weiß nicht, ob die Geräte von selber dahin gehen, ob die selber so schlau sind, wenn sie das sehen oder ob die da so ein bisschen gepusht werden müssen oder sonst im 5 GHz hängen bleiben, in Anführungszeichen. Ich muss tatsächlich gerade überlegen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie wir es konfiguriert hatten. Aber ich meine, wir haben tatsächlich eine komplett separate SSID für das 6 GHz WLAN, was dann die Leute, die das dann sehen oder in der Lage dazu sind, zu verwenden, dann halt verwenden können. Genau. Und was auch, wo wir schon bei so modernen WLAN-Techniken sind, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, auch weil es die Access Points unterstützen, das WPA2-Protokoll für Authentifizierung von Gerät und Access Point ist ja schon ein bisschen älter und wird ja jetzt nach und nach durch das WPA3-Protokoll abgelöst. Und wir haben tatsächlich bei uns auf der Infrastruktur für das Enterprise WLAN Transition Mode, also die Geräte, die WPA3 unterstützen, authentifizieren sich halt nach WPA3-Standard, die es nicht unterstützen, nach WPA2-Standard. Und für das offene WLAN benutzen wir OWE, obwohl kein Passwort gesetzt ist, für eine verschlüsselte Verbindung in der Luft zwischen Client und Access Point sorgt, eben für mehr Sicherheit. Weil sonst könnte man einfach durch das Mithören vom Traffic in der Luft alles an Traffic eben mitschneiden, was dann durch das OWE eben nicht mehr geht, obwohl eben kein Passwort gesetzt ist. Es wurde eben Portscans angesprochen. Macht ihr ein Abuse-Management und wenn ja, wie viele Anfragen kommen bei euch so rein? Ja, machen wir. Ja, wir hatten gestern Abend schon den Fall, war sehr, sehr witzig in Anführungszeichen. Im Endeffekt, gestern war es so, dass jemandem einen File-Share aufgefallen ist, wo sensible persönliche Daten draufgelegen haben. Das hat die Person beim Infodesk gemeldet. Infodesk hat das dann ans Backoffice weitergeleitet und das Backoffice hat dann mit uns koordiniert, was da gemacht wird. Und wir haben gestern dann noch probiert, eben die Person ausfindig zu machen, die eben diese Inhalte geteilt hat. Nur um dann festzustellen, dass die Person schon wieder aus dem Netz draußen gewesen ist. Und im Endeffekt hat sich auch geklärt, dass das potenziell ein fehlerhaft konfigurierter Client gewesen ist und das einfach nur eigene persönliche Daten gewesen sind und nicht von fremden Leuten, was wir zuerst angenommen hatten. Eine dedizierte Abuse-Mail haben wir, das landet alles beim CCCV, meine ich, ne? Mach du weiter. Tatsächlich ein bisschen ausholen zu dem Thema so Abuse, wenn sich von außen beschwert wird, was Leute aus unserem Netz machen. Klassischerweise haben wir ja die IPs von der RIPE, die halt IPs in Europa verwaltet. Da ist in diesem Block, den wir hier benutzen, der gehört der CCC-Veranstaltungsgesellschaft, da ist ein Abuse eingetragen, also sprich eine E-Mail, die man kontaktieren kann und ich glaube auch sogar eine Telefonnummer. Ich weiß gerade noch nicht, ob die dieses Jahr jemand abgedatet hat. Was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist, wenn sich bei uns dann Leute über irgend sowas beschwert haben, automatisierte Mails von wegen, da macht jemand Torrents oder sonst irgendeinen Kram, dann landen die bei uns im Mülleimer. Wir haben keine Daten, wir wissen nicht, wer es ist, geh weg. Wenn tatsächlich jemand sagt, hier, keine Ahnung, da von euch greift ja jemand meinen Server an, was wir dann klassischerweise machen, ist, dass wir einfach
die Person, die angegriffen wird, aus unserem Netz nicht mehr erreichbar machen und dann ist aus deren Sicht halt Ruhe. Wenn es irgendwas Schlimmeres ist, dann kann es natürlich auch sein, dass wir dann mal irgendwie, keine Ahnung, mit PL oder sonst irgendwie mal Rücksprache halten, was wir jetzt mit denen machen. Aber ja, prinzipiell schlägt das bei uns auf und wir kümmern uns darum. Du hast ja schon angesprochen, wir haben ein eigenes AS. Das heißt, auch ihr genießt hier normales Internet, nicht irgendwo genattetes Private IP-Space und so weiter. Das heißt, bitte, ich denke, ihr seid es euch aware, dass ihr eine Firewall anhabt. Eure Systeme werden auch gescannt. Wobei dazu, das haben wir als, da steht auch im Wiki zum Beispiel drin, als quasi Dienstleistung unsererseits, wenn man sich im WLAN einloggt mit dem Benutzerdaten Protect Me mit Bindestrich Protect Me, dann geht unser WLAN, gehen unsere Access Points bzw. WLAN-Controller hin und zieht für IPv4 eine Firewall entsprechend hoch. Eingehend, sprich, da kommt auch bei uns aus dem Netz zum Beispiel niemand mehr an eure Geräte dran. So. Einfach der Einfachheit halber, falls man gerade mal nicht in der Lage dazu ist, eine Firewall zu konfigurieren oder ähnliches. Ich würde auch dieses Protect Me empfehlen, auf Mobilgeräten einzuschalten, weil ansonsten der Akku schnell leer wird, wenn da ständig jeder versucht, euer Handy zu pingen. Ich kann nur empfehlen, das Protect Me als User und Passwort auf dem Mobilgerät zu benutzen. Gibt es hier ein IoT-Netzwerk? Also ein dediziertes IoT-Netzwerk haben wir nicht, aber ihr könnt prinzipiell das Unsecure benutzen. Also IoT-Geräte unterstützen ja meistens WPA Enterprise eben nicht. Deswegen gibt es dieses Unsecure-WLAN, das kann verwendet werden. Hat halt, oder da landet man halt auch wieder im öffentlichen IP-Space und muss halt schauen, was man wie macht. Aber sonst, ein IoT-Netz haben wir nicht, nein. Okay. Ja, da es jetzt gerade wieder um WLAN ging, war noch mal eine Frage von mir. Wir haben da draußen ja auch andere Netzwerke, zum Beispiel Eduroam, von sozusagen anderen Anbietern. Wie sieht es da aus mit gegenseitiger Störung, Bandbreitenbegrenzung, weil mein 40 oder mehr APs hier in der Gegend ist ja doch eine ganz ordentliche Menge. Ja klar, also prinzipiell liegt in der Natur der Sache beim WLAN Luft als Shared Medium. Wir teilen uns natürlich die verfügbare Zeit für das WLAN in der Luft mit den ganzen anderen Access Points, klar. Dagegen können wir auch nicht wirklich was machen. Außer eben mehr Access Points in die Fläche bringen, dass man näher an den Geräten dran ist und so prinzipiell durch Signalstärke die ganzen anderen Netze quasi überstrahlt. Gibt es auch sehr, sehr schöne irgendwie, ja genau, sehr, sehr schöne Erfahrungen auch aus anderen Kontexten, wo, keine Ahnung, bei einer Pilotphase, auch bei mir im Wohnheim zum Beispiel, bei einer Pilotphase irgendwann, also für das WLAN da, sich Leute beschwert haben, dass das WLAN bei ihnen in ihrem Zimmer von ihrem 5 Euro China Plaster-Router nicht mehr funktioniert, einfach weil unsere Access Points die überstrahlt haben. Das machen wir uns letztlich hier auch eigentlich zunutze, eben dadurch, dass wir so viele Access Points in die Fläche verteilen und natürlich auch, wie Chris vorhin schon meinte, Personen dämpfen und das schirmt auch nochmal quasi gegen die anderen Access Points, die wir halt so in der Luft rumfliegen haben, halt auch noch ab. Aber klar, Performance könnte natürlich besser sein, wenn wir die einzigen wären, die in der Luft wären, klar. Kleine Ergänzung, auf anderen Events schauen wir natürlich schon, wenn es geht, dass halt nach Möglichkeit WLAN, das schon da ist, abgeschalten wird. Das geht halt hier schlecht, weil halt auch noch normaler Hochschulbetrieb in manchen Etagen ist und die halt tatsächlich ihr Eduroam und Ähnliches einfach brauchen. Ich glaube, wir hatten es vor ein paar Jahren mal, dass Teile der Access Points in bestimmten Bereichen hier ausgeschalten waren, aber das ist halt auch immer schwierig und ein Haufen Aufwand und ja, das ist halt so ein Ding, mit dem wir halt irgendwie zurechtkommen müssen. Sofern es keine weiteren Fragen mehr gibt.
Nochmal zu dem Protect Me, ich habe es gerade kurz mal ein bisschen ausprobiert. Was macht ihr da? Also ihr macht kein Nothing, sondern ihr macht einfach TCP-Syncs, schmeißt ihr weg von außen und ICMPs und so, nehme ich an. Prinzipiell, genau, also die Firewall, also auf dem Controller, auf dem WLAN-Controller wird letztlich für genau den, für dich als Client eine Firewall hochgezogen, die eben eingehenden Traffic, der nicht established ist, halt gedroppt wird. Genau, aber macht kein Nothing. Also das IP ist kein Nothing, nein. Okay, danke. Was verwendet ihr für einen WLAN-Controller? Wie vorhin schon erzählt, wir benutzen ja WLAN von Aruba. Die Access Points sind größtenteils, also hier in der Fläche sind AP225er und die WLAN-Controller sind 7210er, zwei Stück, die als Cluster laufen, das falls mal einer ausfällt oder ähnliches. Genau. Okay, danke. Würde es eigentlich nicht Sinn machen, grundsätzlich dieses eingehende Verbindung zu blocken, um halt eben auch Broadcast-Traffic etc. zu minimieren, um halt mehr Airtime nochmal zu schaffen? Weil ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jetzt gerade bei mobilen Endgeräten, dass die unbedingt von außen erreichbar sein müssen. Das ist eine Diskussion, die hatten wir vorgestern, irgendwie sowas. Das ist eine Diskussion, die wir halt unter uns auch regelmäßig eigentlich führen, ob wir das jetzt direkt als Standard, als Default etablieren wollen oder eben nicht. Und haben uns da aber tatsächlich aktiv dagegen entschieden und gesagt, okay, wir stellen hier echtes Internet bereit und gehen davon aus, dass auch die Benutzer, die hier im Netz sind, eben wissen, wie sie mit ihren Endgeräten umgehen können. Beziehungsweise in der Lage dazu sind, zum Beispiel Dokumentationen eben zu lesen für im Wiki, wie das mit dem WLAN funktioniert, wo eben auch das entsprechend genau drin steht, wie man sich eben diese Firewall seitens Controller eben holt. Genau. Das heißt halt, wir machen keine Policy, die wir quasi für euch festlegen, sondern ihr könnt selber entscheiden. Aber ein guter Hinweis, wir könnten das vielleicht im Wiki nochmal mit dokumentieren, noch besser, dass es sogar noch Airtime erspart. Was man natürlich noch ergänzen kann zum Thema Airtime ist, dass die Controller von Aruba schon recht intelligent sind und die Access Points, sprich, die machen jetzt nicht so einen Broadcast mit der Minimum Basic Rate von einem Megabit, sondern gucken halt, ob es nicht schneller wäre, den drei Clients, die halt da sind, mit ihrer hohen Verbindungsgeschwindigkeit jedem einzelnes Paket zu schicken. So wahnsinnig krass fällt das wahrscheinlich nicht ins Gewicht, also, aber tatsächlich könnte man sich die Frage stellen, ob man tatsächlich dieses, ich will von außen erreichbar sein im WLAN als Opt-in macht, nachdem wahrscheinlich mittlerweile hier mehr Handys und Tablets als Notebooks rumlaufen, kann man da mal drüber diskutieren, ob man das in Zukunft anders machen will. Nachdem jetzt halt schon seit Wochen die Info draußen war, dass es so ist, wollten wir jetzt nicht noch mehr Verwirrung stiften, indem wir es während dem Event ändern. Aber ich glaube, es gibt eine Feedback-Seite, man kann da auch gerne Feedback im Wiki hinterlassen, dass man das gerne als Default hätte und dann können wir uns auch gerne überlegen, ob wir das beim nächsten Event einfach anders machen und sagen, im WLAN ist halt dann per Default von außen geblockt und wer das haben will, muss einen speziellen Nutzer angeben, der das dann wieder eben entsprechend freischaltet. Eine Frage zu Access Points und Erreichbarkeit. Erkennt ihr, wenn zwischen zwei Access Points ein Handover nicht klappt, weil die vielleicht zu weit auseinander sind oder irgendwie eine Störquelle dazwischen ist? Prinzipiell wird das von den Access Points reported, ja. Wir haben da aber aktiv kein Auge drauf. Wir haben da auch eigentlich keine Zeit für, die ganze Zeit aufs Dashboard zu gucken und zu sehen, genau da funktionieren irgendwelche Handovers nicht. Was wir so aus unserer Erfahrung mit durchs Gebäude laufen irgendwie sagen können, ist, dass das eigentlich überall sehr, sehr gut klappt. Und wir gehen auch prinzipiell davon aus, dass da, wo entsprechend die Abdeckung entsprechend vernünftig ist. Wir haben ja schon gesagt, wir deployen im Zweifel noch neue Access Points dazu. Wenn uns was auffällt, dass was fehlt, gehen wir eigentlich sehr sicher davon aus, dass es einfach alles überall funktioniert.
Ja, also es kam jetzt gerade die Frage auf, dass ich was erzählen soll, wie man denn beim NOC mithelfen kann, quasi auch im Vorfeld, also so ein Quartal vorweg, vielleicht auch 4 Monate vorweg. Da war ich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt, weil tatsächlich die Sachen, die dort geplant werden, ist dann erstmal das Kernteam von der GPN, also 30 Personen, die sich größtenteils aus der Entropiane oder halt dem direkten Dunstkreis ein bisschen bilden. Und die bauen dann quasi ihre einzelnen OCs auf, schauen dazu, dass sie dann wieder Leute aus dem Chaos akquirieren können, die dann eine einzelne OCs mitwirken. Wie zum Beispiel auch das VOG, das ist ja auch eine quasi Stammmannschaft, die quer durch Deutschland zieht und Video macht. Ja, bringt euch in Hackerspaces ein, schaut in Airfast vorbei. Wir haben auch Kontaktadressen. Kommt auf uns zu. Okay, wenn jetzt echt keine weiteren Fragen mehr da sind, würde ich sagen, machen wir Ende. Vielen, vielen Dank.